mein Name ist Stefan, ich bin Gründer von Rightlink und wir schieben heute eine neue App in den Store. Es dauert aber ein bisschen länger, bis sie approved ist. Und ich wollte euch jetzt schon mal vorab zeigen, was alles im App-Update drin ist. Irgendwie ist es viel, aber es ist auch wahrscheinlich nicht so viel, wie ihr euch das manchmal denkt. Nichtsdestotrotz, ich schalte jetzt schon mal das Screen Recording ein. Ihr kennt das ja, es geht jetzt los. Und zwar, wir haben folgende Verbesserungen. Wir haben auf dem Startscreen was verändert, wir haben bei der Navigation was verändert, wir haben den Newsfeed verändert und wir haben die Ride Details verändert. Vier Sachen, zwei Bier. Und wir fangen jetzt mal ganz easy an. Also das Einfachste, was ihr seht, ich habe hier oben an meinem Auto, da hängt ein Wingman ja dran. Da seht ihr jetzt das Datum, wann das letzte Mal live war. Also das ist so eine Information, das haben sich viele gewünscht für den Wingman. Die haben wir jetzt mal reingemacht. Ich habe es mir auch schon irgendwie ewig gewünscht. Weiß nicht, warum sowas dann immer so lange dauert. Jetzt ist es da. Als Zweites klickt mir auf den Newsfeed. Ihr habt jetzt den Newsfeed ein bisschen aufgeräumt bekommen. Das heißt, ihr seht jetzt immer sozusagen die letzten verfügbaren Informationen der Warnungen. Dann gibt es unseren Newsfeed. Das ist dasselbe, was ihr auf der Website oder bei Instagram oder so weiter seht. Hier sind immer alle News von uns drin, wo wir gerade, was weiß ich auch, worüber wir gerade erzählen. Und dann haben wir das Thema Community. In Community bekommt ihr alle Rides eingespielt von euren Freunden, also mit denen ihr verbunden seid, könnt denen einen Wink schicken. Hier kommen auch die Gruppenrides rein und hier seht ihr auch, wer gerade euch folgt und so weiter und so fort. Bei mir ist es relativ viel, weil ich folge vielen Leuten, viele Leute folgen mir, deswegen ist mein Newsfeed irgendwie ewig groß. Und hier war doch gerade einer dazwischen, der losgefahren ist. Ne, das sind alles Leute, die angekommen sind. Also hier seht ihr immer, was los ist und das geht super schnell inzwischen. Also da sind wir sehr, sehr happy drüber. Das nächste, jetzt muss ich einmal das Fahrzeug wechseln, damit ich einen schönen Ride habe. Wir waren ja am Wochenende im Allgäu und da sind wir einmal im Kreis hier gefahren. Und das ist eigentlich nur für die iOS-Dudes, aber ich fand es wichtig. Wir haben die Schräglage angepasst für die Farben. Das heißt, ich bin eher ein Grüner, Gelb bin ich selten und Rot bin ich nur, wenn es hart auf Spitz kommt. Das heißt, da seht ihr, wo ich die wo ich mehr als 40 Grad geschafft habe. Es kam nicht so häufig vor. Ich bin eher an den 40 Grad, habe ich gekratzt, würde ich mal sagen. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Und das allerletzte, was wir gemacht haben, wir haben jetzt mehr Wegpunkte etabliert. Das zeige ich euch, indem ich jetzt hier mal so eine Route mache. Bisher war das ja immer auf 9 Wegpunkte limitiert, das ganze Thema. Ich mache jetzt mal eine ganz wilde Route hier rund um Frankfurt. Wir suchen nochmal ein bisschen Offenbach. Zack. Und weiter geht's. Und weiter geht's. So, jetzt haben wir den 9. Wegpunkt. Jetzt kommt der 10. Wegpunkt. Das heißt, das ist wichtig gewesen, damit ihr mehr Wegpunkte planen könnt. Wichtig, mit mehr als 10 Wegpunkten, also bis zu 29 Wegpunkte, könnt ihr hier nur in der App planen, nicht auf der Web-App. Und wir haben den Algorithmus zwischen zwei Wegpunkten, also wenn ihr dazwischen seid und er soll die Strecke neu berechnen, verfeinert, damit er den Wegpunkt auch wirklich trifft. So, das sind die Updates für die App, da freuen wir uns sehr. Der Flo hat das Glück, da er ja auch unser Test-Officer ist, also der Flo hat, glaube ich, die meisten Titel hier. Der Flo ist nämlich gerade unterwegs in der Rhön mit dem Rhönschrat, weil in der Rhön ist kein Netz. Und wir haben ja immer wieder das Problem, dass wir manchmal Lücken haben im Netz. Das ist schon bei vielen viel, viel besser geworden, aber wir arbeiten gerade an zwei Themen am Wingman. Das eine ist, dass wenn er kein Netz hat, kann es in seltenen Fällen passieren, dass er einfriert. Und das haben wir immer wieder vom Kunden gehört, wenn der Wingman hochfährt, dass bis er was trackt, es sehr lange dauert. Und der Hintergrund für dieses sehr lange dauert, liegt daran, wann fängt der Wingman an, Netz zu bekommen. Weil wir müssen ein Datum-Uhrzeit an das Tracking hängen. Und wenn du aus der Garage rausfährst und noch kein Netz hast und der Wingman braucht irgendwie 1, 2, 3 Minuten, um sich Netz zu holen, dann trackt er während der Zeit nicht, weil er will erst Netz haben.
Wir werden diese Logik jetzt verändern. Wir werden versuchen, diesen Startvorgang des Trackings nach vorne zu ziehen, auch wenn wir noch kein Netz haben, um mit der alten Uhrzeit erstmal weiterzuarbeiten. Das heißt, wir brauchen GPS-Empfang und sobald wir den GPS-Empfang haben, können wir das Tracking anfangen, auch wenn wir noch kein Internet haben. Und das wird bedeuten, dass wir euch schneller ein Ride aufzeichnen können als bisher. Also das hing einfach daran, dass es manchmal am Netz hing. Wir versuchen also zukünftig das Netz zu verbessern und diese Freeze Times zu optimieren. Dieses Wochenende wird es wahrscheinlich schon ein Firmware-Update geben, um das hinten raus zu optimieren. Und nächste Woche sind wir wahrscheinlich schon dran, um dieses Boot-up-Problem zu optimieren. Ja, da sind wir eigentlich total happy. Zurzeit haben wir echt eine gute Pace drauf. Ich weiß auch nicht, warum jetzt gerade wir eine gute Pace drauf haben, aber wir haben sie gut drauf. Wir haben auch schon angefangen mit Rides, Cut, Join und diesem ganzen Kram. Und das kommt dann auch alles die Tage. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine gute Zeit. Wir sehen uns in Glemseck.